Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute merke ich, dass wir uns immer mehr dem Ende neigen, ne? Sind gar nicht mehr so viele Folgen. Schmatzi, na? Fühlst dich wohl oder bist du immer noch so unruhig? So, gut, wie auch immer. Ich habe mir wieder ein paar Sachen notiert. Und einige Sachen vor für die heutige Aufnahme. Mal gucken, wie lange das dauert. Und ich würde mit einer kleinen Sache direkt mal anfangen. Denn wir haben ja letztes Mal ordentlich von diesem Zeug hergestellt, ne? Hier so diesen ganzen Stuff. Und ich dachte mir, das sollte nicht einfach hier drin liegen, sondern wir können auch einfach oben bei der Steigekiste. Warte mal kurz. Ich will mal kurz was gucken. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Die hier wäre also zu klein. Da passen nur 10 rein. Wie viel passen denn in eine mittlere? Da schaue ich mal kurz. Möbel. Das brauchte 10 Edelholz und 2 Eisen. So. Edelholz. Hier. 10 Stück. So. Und dann baue ich hier mal kurz, hin und dann schaue ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall groß genug. Sogar ein bisschen zu groß, aber die andere wäre ja zu klein. Also nehmen wir die mit. Und außerdem 2 Holz und eine Kuh. Ach ja, stimmt. Unsere Eisenproduktion. Da schaue ich mal kurz nach, ob wir noch eine Fuhre anmachen müssen. Ich glaube ja, ne? Wenn ich noch eine machen würde, hätten wir zu viel. Also lasse ich's. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch so gesagt, ne? Oh, ups. Ich habe jetzt die 2 Eisen wieder rausgenommen. So. Und außerdem brauchen wir eine Kohle. So. Sehr gut. Und dann gehen wir damit mal nach oben und nehmen auch gleich diese ganzen Sachen hier raus mit. Wenn das in unser Inventar passt, passt es nicht, ne? Dann packe ich mal kurz das. Und nochmal 3. Ja, die 3 Tränke kommen. So. Und dann würde ich das nämlich da oben, wo wir unseren Pool haben. Da ist ja auch in angenehmer Reichweite natürlich hier alles zum Trinken. Ne? Und dann dachte ich mir, können wir hier doch auch irgendwo so eine kleine Kiste hinmachen. Ja, der ist ja eigentlich gut positioniert. Den könnten wir aber eigentlich auch woanders hinstellen. Ich wüsste allerdings nicht, wo. Hier sind ja Schlafplätze für die Viechers. Das hier will ich eigentlich so lassen. Hier müssen wir mal hin, um nachzufüllen. Das müsste schon irgendwie hier mit hin, ne? Da in die Ecke eigentlich, aber... Ja doch, eigentlich steht das so gut. Wenn ich das davor mache, dann verdeckt es das, ne? Oder ich mache so. Die so rein. Das ginge, ne? Ja, ich glaube, das mache ich. Erstmal Schild. Oh, das wird jetzt eine richtige Friemelei. Ja, das wird jetzt richtig friemelig. Weil ich auch nicht weiß, ob das, wenn es so vom Schild her richtig positioniert ist. Aber es passt. Okay. Ja, doch, es geht. Sehr gut. Steckt jetzt allerdings in der anderen Kiste, ne? Wenn ich es so drehe. Ich mach das nochmal kurz weg. Und versuche ich das so dahin stopf. Nee, das ist doof. Das sollte schon so stehen. Ja. Doch, ich mache das so. Hier ein Stück weiter vor und mittig. Und nochmal so. So. Und hierhin geht das. Geht genau nicht, ne? Muss ein Stück weiter vor. So. Und nochmal probieren. Also klar, ich baue den jetzt natürlich nicht hin. Noch nicht. Sondern erstmal müssen wir natürlich hier den Text bearbeiten. Und zwar. FFF. So. Und dann nenne ich das mal Schnökereien.
Schlökereien? Schlökereien. Oder Schlökerkram? Schlökerkram, oder? Ja. Finde ich gut. So, und dann machen wir das hier so vor. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich, da muss ich slash n, slash n, slash n machen. Und es kann aber sein, dass es nicht funktioniert, ne? Funktioniert trotzdem, gut. Ich glaube, wenn wir es nach unten machen, ginge das nicht. Aber so sollte es klappen. Ich mache das hier ein Stück nach vor. So, ne? Ja, noch näher ran scrollen kann ich nicht. Ist einer zu weit oben, ne? Dann sind die Ölpunkte weg, oder? Ich baue mal kurz und ich glaube, wir müssen das nochmal ändern. Ja, das ist das Schnokerkram. Nee. ich mache mal einen wieder weg und guck mal, ob das jetzt besser ist. Das Öl ist da. Ja, doch, so geht's. Ich rutsche, das nervt gerade. Hör mal auf damit, bitte. Und... so, na komm. Zack. So. Schnökerkram, ja, das finde ich gar nicht schlecht. Aber wenn ich so schräg gucke, ich will nicht, dass es so zittert, ne? Tut es aber nicht. Gut. Ja. Dann haben wir da hinten eine Kiste mit Schnökerkram. Und da packe ich dann all das hier einfach alles rein. Also alles, was wir an Essen haben, was aber nicht in unsere Essenskiste kommt, kommt einfach hier rein. Sehr gut. Ja, und dann hätten wir das auch. Nun sind wir doch auf jeden Fall, ne, hier zum Stall gehen. Und hier zum Schnökern. Perfekt. Ja, theoretisch könnte es noch ein Stück nach oben. Ich lasse es jetzt aber mal so. Schriftgröße verändern hätte vielleicht geholfen, aber egal, das passt. So, hervorragend. Das streiche ich mir mal kurz. So, und dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir mal zu dem, was wir letztes Mal... Oh, ich sehe gerade in meiner Liste, in meinem Inventar sind noch Sachen. Natürlich schmeiße ich die auch rein. So, und dann gehen wir mal nach unten zur Dingenskiste. Wie heißt es denn? Zur Garderobe. Holen unsere Sachen wieder. Und dann, Schmatzi, du bist im Weg. Aber ich glaube, das wirst du noch sehr oft sein. Ja, obwohl, so lange ist ja gar nicht mehr. Aber gut. Erstmal packe ich das hier hin. So. Und dann hier. Und so. Und irgendwie diese Bomben hier, ganz ehrlich, eigentlich brauche ich die hier gar nicht mehr, ne? Theoretisch müssen wir dafür eine extra Kiste in unserer Waffenkammer machen, ne? Matzi! Links oder rechts, entscheid dich! So, weil wir haben hier die Pfeile. Und dann müssten ja eigentlich auch irgendwo noch Bomben hin, ne? Ja, kein Plan. Wie auch immer. Ich würde das erstmal so lassen. Und ich wollte mal gucken, wir ballern uns mal sämtlichen Food. Machen uns ein Energieschild an. Und gehen mal zu dem Spot hier, den wir das letzte Mal gemacht haben mit den Geiern. Und gucken, ob das jetzt überhaupt funktioniert mit unseren Plattformen. Ich glaube nämlich, das war ein bisschen wasted time. Weil als wir dann da waren, habe ich irgendwie gesehen, dass da noch gar keine Geier waren. Aber mal gucken. So, und zwar hatten wir das... oh, da. Hatten wir das hier gemacht, ne? Da so. Ich glaube auf dem Stein. Ja, da sehe ich sie. Hervorragend. Und dann gucken wir mal, ob da vielleicht das ein oder andere Wesen spawnt. Das würde mich freuen. Da sehe ich schon Geier. Ich hoffe, die sind dann aber auch in entsprechender Reichweite unserer Plattformen, dass sie überhaupt auch zu uns kommen. Möglich, dass wir genau da lang laufen, wo sie nicht sind. Aber mal schauen. Malen wir mal nicht den Teufel an die Wand. So, hier sind die Plattformen. Und da ist ein Geier, ne? Na komm her. Hierher. Ja, doch, funktioniert. Schön in die Mitte, damit sein Loot nicht runterfällt. Und her damit. Toll, kein Ei. Da, das meine ich, ne? Ich dachte, hier werden jetzt so viele sein. Da ist noch einer. Ich versuche mal so zu treffen, dass ein Projektil ihn trifft und er mich angreift.
Ich hatte nämlich Angst, sie zu töten und dann landet sein Loot da unten. Ja, das ist doch doof. Hm. Wie kann ich den denn jetzt hierher locken? Ich spread einfach mal in der Hoffnung, dass was trifft. Keine Ahnung. Ah! Ja, toll. Das meine ich, ne? Diese Plattform hier bringt überhaupt nichts. Nichts! Gut. Naja, was soll's. Ich gehe trotzdem nochmal hier bis zum Ende. Da ist er wieder. Ihn könnten wir theoretisch auch mal umbringen. Damit keine Gefahr mehr von ihm ausgeht. Ich weiß allerdings nicht genau wie. Ich mache einfach mal Feuerbälle. Aber gut möglich, dass er, weil er ein Wasserwesen ist, dagegen eine Stärke hat. Ich sehe sein Leben auch nicht. Mal wieder. Stier! Ich könnte mir vielleicht hier so einen ballern, ne? Wozu haben wir sie denn? Wenn nicht, um sie auch zu trinken. So, halt! Bleib hier! Okay, er haut ganz ab. Soll er doch. Da ist ein Geier. Hm. Ja, toll. Das hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der Geier da zum Beispiel auch. Den würde ich irgendwie ganz gerne hierher locken, aber ich wüsste nicht wie. Hm. Naja, gut. Habe ich mir schon anders vorgestellt. Mann, jetzt komm hierher! Vor allem, selbst wenn wir ihn jetzt treffen, bedeutet das ja nicht mal, dass wir dann auch ein Ei kriegen, ne? Nicht ein Projektil hat ihn getroffen. Jetzt hat ihn ein Projektil getroffen. Und er kommt. Ja! Und tschüss. So. Komm schon, Ei. Ja! Ein Ei haben wir gefunden. Es hat sich voll gelohnt. Okay, okay. Ich sag da mal gar nichts zu. Oh, da sind Zwerge, die gegen den Morgen kämpfen. Ja, da mische ich mich mal nicht ein, sonst greifen die nachher noch mich an. Ja, gut. Aber so viel zu dem Thema, ne? Das war. Das hätte ich mir auch sparen können hier, glaube ich, mit der Plattform. Sieht aber cool aus, immerhin. Naja, gut. Dann würde ich sagen, hauen wir hier wieder ab, oder? Wir könnten vielleicht noch eine Runde nach Dingen suchen. Nach den verschiedenen Pilzen. Das hatte ich mir nämlich auch auf. Das war letztes Mal sehr, sehr ergiebig, was wir da gemacht haben. Ich gehe mal nach da hinten, weil da gerade ein Pilz ist. Denn vor allem die brauchen wir richtig viele. Und ja, allerdings war, glaube ich, hier bei diesem Portal wirklich nicht viel, ne? Ich erinnere mich. Da war das sinnvoller, zu den anderen Sachen zu gehen. Da haben wir richtig viele gefunden. Vor allem bei unserem Hauptspot. Tschüss. Und tschüss. Verbrennt er? Nee, ne? Na komm. Alter. Stirb! So. Gut. Und jetzt hier hoch. Ich weiß nicht, soll ich die anderen Portale auch nochmal durchgehen? Ich glaube Ups. Was war das denn für ein Geräusch? Ach, ich glaube, ein Baum ist umgekippt. Ich glaube, die ergiebigste war definitiv unsere, also keine von denen, sondern unser Aschelandeportal, ne? Da gehe ich mal hin. So, und zwar hier. So. Und hier runter. Und da sehe ich schon überall welche. Oh ja. Das hier ist echt der Top-Pilz-Spot, bin ich ehrlich. Wie schnell das da noch immer respawnt. Hier alleine aber schon 5. Straußenfahren nehme ich auch gleich mit. Oh, ist so dunkel. Jetzt aber schnell. Hier ist noch Straußenfahren. Hier ist noch das. Nochmal Straußenfahren. Sehr gut. Oh, und du stirbst. So. Ich kann außerdem mal, das habe ich auch mal irgendwo gesehen, Vegetationsqualität, ne? Wenn ich die auf Low mache, zack, dann sieht man besser durch das Gras. Stelle ich nachher wieder zurück, ne? So. Und das hatten wir immer beim Wanderpfad gemacht, ne? Oh, Alter, sind hier viele! Habe ich die letztes Mal alle mitgenommen? Oder da habe ich doch bestimmt welche übersehen, ne? Hm. Aber gut.
Immerhin füllen wir uns jetzt auf. Wir haben jetzt schon 18. Hier sind nochmal 3. Sehr gut. Ja, ja. Oh, eine lebende Person, was? Das war was anderes. Ja, das kannst du laut sagen. Pass auf dich auf. Ja, mache ich. Also ich versuch's. Eigentlich tue ich das immer. Eigentlich tut das doch jeder immer, oder? Auf sich aufpassen. In gewisser Weise. Naja, gut. Ich gehe mal hier so rüber. Ich höre Viechers. Tschüss. Boah, hier sind nochmal 3. Der Pilz hat den ganzen Baumstamm aufgehalten. So, aber das war's hier, ne? Ich glaube, ich verziehe mich mal. Und gehe wieder zu unserem Türmchen. Bevor hier die Nacht losgeht und noch mehr schlimme Viecher spawnen. Ah, hier ist nochmal Straußen fahren. Hör damit! So, ja. Ich glaube, wir haben hier den Großteil aufgesammelt. Gut möglich, dass ich hier noch welche übersehen habe, aber what should it? So. Ja. Gut. Und um die muss ich mich kümmern, ne? Sonst machen die meine Bude kaputt. So sei es. Hier. Viel Spaß damit. Bam! So. Und nochmal einen auf den Latz. Sehr gut. Und dann nix wie weg hier. Ja, verkohlter Knochen, ey. Was ich damit soll, weiß ich auch nicht genau. Deo, 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 Deo. Na los. Heute noch. Die Nacht beginnt gleich. Nein! Der Greed. Weil ich wieder zu greedy war. So, jetzt aber. So. Und hier hoch. Trauben haben wir ja noch, ne? Sonst hätte ich gedacht, können wir nochmal in die anderen gehen und... Stimmt, da könnten wir auch Trauben nochmal holen. Hatten wir da nicht einen guten Traubenspot gefunden? Ich glaube aber, Trauben sind erstmal okay. Vor allem die Pilze waren es ja, ne? Also, ich glaube, das geht schon. Hervorragend, ab nach unten. Und obwohl, hätte ich eigentlich ins Lootloch werfen können, obwohl es so wenig kommt. Da machen wir das mal eben so. Marmor. Knochen. Ein Ei. Nice. So, also nehmen wir eine Trophäe. Federn. Hier. Dann Kleinviehfleisch. Hier rein. Kräuter hier. Oh ja, da haben wir richtig viele. Beeren auch, ne? Ja, ist okay. Und Pilze haben wir jetzt auch wieder ein paar. Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal dringendst in die Pofe, wa? Wird ja mal wieder Zeit. Also ab hinauf und ins Bett gejumpt. Gute Nacht. Guten Morgen. Etwas, was ich heute eigentlich auch noch vorhatte, war nochmal wandern gehen. Unseren Wanderpfad entlang. Können wir eigentlich nachher auch nochmal machen, ne? Ja, das machen wir auch. Und außerdem Met, nehme ich mir mal hier einen wieder raus, weil wir den verbraucht hatten. Sehr gut. Ich wollte auch mal nach dem Harz sehen, denn ich erinnere mich, dass wir das hier so hatten, ne? Dass wir da schon ein bisschen zu viel von haben. Deswegen dachte ich mir, theoretisch können wir doch eigentlich nochmal doch ein bisschen Refined Eiter herstellen. Ich meine, warum nicht, ne? Wenn wir so viel Harz haben. Oder wir verkochen es. Aber auf jeden Fall möchte ich es ungern wieder nach oben in den Speicher bringen und dann vergessen, dass es da ist. Sondern, dass wir das irgendwie stattdessen direkt verarbeiten, wenn es zu viel ist. So. Weil, da können wir dann natürlich auch nochmal eben fix gucken gehen. In die Mistlands und dann nochmal alles abchecken. Bei unserem neu gegrabenen Tunnel. Aber das sind ja jetzt dann auch immer 40, die wir kriegen, ohne dass wir was verbrauchen, ne? Also ich glaube, Harz läuft jetzt bei uns. So, hier, hier und dort. Sehr gut. Das war komplett gefüllt. Der hier hinten sollte jetzt ausnahmsweise auch mal gefüllt sein, ne? Letztes Mal war der ja, glaube ich, inaktiv. Oder war das die Aufnahme davor? Jo, 40 Stück. Ja, moin. Das freut mich natürlich.
Ja, dann können wir das direkt auch. Ja, wohl, das schmeiße ich einfach ins Blutloch, ne? 41? Ach so, weil ich einen wahrscheinlich noch in der Tasche hatte. Ja, muss sein. Eben gerade von der Raffinerie, ne? Gut. So. Und ich bin ganz ehrlich. Normalerweise ist es so, dass ich in diesem Spiel, also in diesem Let's Play, einfach immer, wenn es was zu tun gab oder nichts zu tun gab, mir immer was einfiel. Und natürlich, also ich habe ja gesagt, dass es jetzt hier bald allmählich sozusagen gen Ende geht und daher will ich jetzt auch nicht riesige neue Projekte anfangen, die dann viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ihr versteht das schon, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht genau, wie wir jetzt die restlichen Folgen, also was denn das Sinnvollste, was das, ihr wisst schon, was ich meine, irgendwie nochmal was fehlt, dass wir das nochmal aufholen. Also was auf jeden Fall theoretisch immer noch ansteht, das sehen wir ja hier in unserem Portalraum. Wir haben immer noch an einigen Schildern hier dieses hier, ne? Das heißt also, dass immer noch irgendwo was erkundet werden muss. Warte mal, Nebellande haben wir doch zu Ende erkundet. Dieses Schild kann doch weg, oder nicht? Warte mal kurz. Ja. Jo. Fertig. Her damit. Und dann haben wir hier Sumpf. Wo war denn die Sumpfbase nochmal? War die nicht hier oben? Nee, hier ist die Knochenwandspace. Ach, die Insel sieht doch eigentlich recht überschaubar aus, oder? Wollen wir die erkunden? Ein bisschen? Ja, das machen wir. Wir gehen zur Knochenwandspace und decken die ein bisschen auf, weil wer weiß, was wir da Hübsches finden. Ich nehme immer mein Lichtlein mit, aber werde es nicht ausrüsten, sondern erst, wenn wir in den Mistlands sind. Bis dahin werde ich natürlich erst einmal bei meiner Krone bleiben. Bei meinem Gürtel meine ich. So, Portal mitnehmen. Und dann würde ich sagen, zur Knochenwandsbase, die ist hier. So, und oh, ist das hier schön flüssig. Das ist natürlich erfreulich. Ich gehe mal da so lang. Und irgendwie hier so. Ja, Energieschild mache ich mal an, ne? So. Und dann hier rüber. Wir könnten theoretisch auch wieder Food ballern. Sollte ich das tun? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Und hier die Feinde, die lasse ich alle mal da. Auch so Schlundegel und so. Normalerweise würde ich die ja mitnehmen, aber ich bin ganz ehrlich, wir haben so viel. Da ist eine Mine. EM. So. Die lasse ich auch da. Die Kettenjagdzeit ist vorbei. Und da gibt es nichts anderes für mich von Interesse. Da ist ein Feuergeysir. Spare ich mir mal den einzutragen. Weil so nützlich ist der nicht. Ja, die werden auf mich ballern. Das sollen sie tun. Ich gehe mal da zur Küste, ne? Und dann ziehe ich mal wieder einen Kreis. So wie wir das immer gemacht haben. Das war eigentlich immer die effektivste Methode. So. Und dann hier nach oben. Ja, die Insel ist tatsächlich recht überschaubar, ne? Hoffen wir mal, dass sie hier nicht noch ewig weitergeht. So wie das hier aussieht. Ach, das sind die alten Mistlands, oder? Nee. Das ist Sumpfland. Das sieht ja interessant aus. Hier sind Mistlands. Faszinierend. Sehr hübsche Landschaftsformation. Oh. Kaum in den Mistlands schon ist die Sonne wieder da. Aber jetzt gehen wir wieder in den Sumpf und jetzt verschwindet sie wieder. Na gut, was soll's. So. Hierhin. Hier haben wir ganz viele von diesen komischen Statuen. Die von ehemaliger Zivilisation zeugen. So, vorsichtig. Und hier hoch. Ah, ist doch ein bisschen größer, ne? Na, es geht aber. Hier gehe ich mal ein kleines Stück so. Aber der Zipfel ist gar nicht auf der Minimap. Dann ignoriere ich ihn auch. Und ich sehe schon kommen. Da wird bestimmt gleich
Ja, da geht's bestimmt gleich in die Mistlands über, ne? Dann müssen wir wieder unsere Schwade nehmen und dann sind wir wieder am Arsch. So, Glibberbaum. Sehr gut. Und da sind auch die Mistlands, meine ich ja. Ich bleib mal erstmal an der Küste, ne? So, ich hab doch noch alle Portalsachen dabei. Jo. Gut. Dann hier lang. Und das sind vor allem auch neue Mistlands. Nicht zu verkennen am Mist. Also bei den alten Mistlands gab es das ja noch nicht. Sag mal! Ja, komm. Baller ruhig auf mich. Mach sowieso keinen Damage. Also kaum. Hier ist alles Sumpf. Auch wenn hier Nebel ist. Das ist natürlich sehr verwirrend. Aber gut. Wir sind ja Gott sei Dank nicht überladen. Da weiß ich nicht, ob es da noch weitergeht. Ich hoffe nicht. Ich gehe mal hier so lang. Shit, ey. Das ist doch noch ordentlich riesig, ne? Oh nein. Na gut. Und vor allem auch durch den Sumpf, ne? Das ist genau da, wo wir permanent durchnässt sind. Und deswegen eine schlechtere Ausdauerregeneration haben. Ich könnte, um das zu kompensieren, mal wieder Aktören machen, ne? Mache ich auch. Ich warte, bis die Ausdauer voll ist. Und wenn die Ausdauer leer ist, baller ich mir einen Ausdauertrank, weil der lohnt sich mit Aktür enorm. Sag mal, nicht getroffen. So, ich gehe mal ein bisschen weiter hier an die Küste. Ich hoffe, die Insel da ist nicht auf der Minimap eingetragen, also auf der Karte. Deswegen gehe ich auch extra mal ein Stück entfernt davon, damit ich da nicht rüberschwimmen muss. Oh ja, doch, so geht's viel schneller. Sehr gut. Hier haben wir eine alte Hütte. Ist da wieder ein Geist drin? Nee. Energieschild. Und das geht hier richtig weit nach Norden, ne? Oh Mann. Na gut. So sei es. Ich mach mal hier so einen Schlenker hier so hin. Zack. Sollte reichen. Und dann hier lang. So. Aha. Das sind doch alte Mistlands, oder? Felsformation, aber kein Nebel. Ah doch. Da sind Bäume. Das heißt, es sind die neuen. Wo ist denn der ganze Nebel? Hier ist einer, aber da nicht. Vor allem einer. Hier ist ein Nebel. Gut. Hier muss ich nach oben leider. Wie man sieht. So, das reicht. Und wieder zurück. Sehr gut. Ja, so viel zu dem Thema. Ist ja ein kleines Gebiet, ne? Total klein. Aber freut mich, dass hier so viele Mistlands sind, ohne dass da Nebel ist. Ist natürlich sehr angenehm. Und auch in den Mistlands ist Aiktyr sehr angenehm. Also solange er aktiv ist, sollten wir das auskosten. Let's go. Oh, es ist so schön, ey, mit diesen Felsformationen. Mit diesem Grün. So, da ist, glaube ich, eine Mine, ne? Ja. Einmal so. M. Und nach hier oben. Kurz hier so rüber geslidet. Zack. Und das reicht schon. Und wieder zurück. Zum Küstengebiet. Ja, wir werden jetzt im Wasser landen, was soll's. Waren ja sowieso durchnässt. Da sind Viecher. So viel zu dem Thema, was soll's. Oh oh. Was mache ich hier schon wieder? Bitte sieh mich nicht und greif mich an, während ich mich nicht wehren kann. Das wäre dreist. So. Ich baller mir mal einen Trank. Und gehe hier hoch. Weil die Mine da, wüsste ich nicht, wozu wir die jetzt abklappern sollen, bin ich ehrlich. Und wir sind wieder in den Mistlands. Mittendrin auf einmal. Naja, gut. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber besser als Ashlands. Hauptsache möglichst einfach. Also ab ins Grasland, oder? Ja, gehen wir ja gleich, wenn wir eine Runde spazieren gehen, ne? Entspannung. Habe ich Bock drauf.